Wir sind wieder hier, das Spiel ist abgestürzt. Ja, meine letzten Worte waren, dass ich einen Download-Link finden will. Das habe ich auch vor. Also, ich denke, ich finde noch ein anderes Video auf YouTube dazu. Da werde ich mir einfach mal den Link abklauen. Von YouTube habe ich das Spiel überhaupt erst. Ha. Hopp! Ohne die Rohre ist man manchmal verloren. Das wissen die genau und haben die eingebaut. Weil ansonsten hätten sie ja keinen Grund, hier tausende Rohre hinzumachen. Wenn Mirror's Edge genauso schwer ist, dann... Oh Gott. Oh Gott, dieses Spiel, das ist so geil und so schwer und na. Wow. Das lasse ich nicht mit mir machen. Hier lang. Hier lang. Oh mein Gott. Lass mich hier raus! Nein! Also es laggt an einigen Stellen doch etwas, die wir hätten die Performance verbessern können. Ich glaube, der Lehrer von denen muss ein Gamer sein. Weil du musst ja auch nach dem... Der muss ja das ganze Spiel praktisch beurteilen. Just as I expected. Und diese komischen Tester, ob das nun für Jugend geeignet ist oder nicht, finde ich, sollten auch Gamer sein. Sonst können die das ja gar nicht beurteilen. Die können ja nicht einfach sagen, ja, da kommt Blut vor und so, jetzt ist das sofort ab 16. Ja, ich hab dich auch lieb, du Plattform. Ich werde mich ducken. Ich will nämlich nicht runtergeworfen werden. Oh. Fuck you! Just as I expected. Lados Stimme war irgendwie besser. Aber nichtsdestotrotz, gutes Studentenprojekt. Rest in peace. Rest in peace. Ja, danke. Rest in peace. Ach so, rest in peace und nicht press any keys. Meine Fresse. Rest your time is going to be even shorter. Passt voll gut. Wo geht's? Ich will nicht drucken. Oh.
Spiel ist auf keinste Weise frustrierend. Man weiß genau, was man zu tun hat, und wenn man es nicht schafft, dann schafft man es eben nicht und probiert es nochmal. Es ist irgendwo unfair. Bis jetzt. Auch wenn ich finde, dass ein ganzer riesiger Raum für sowas ein bisschen übertrieben ist. Wow. Wieso ist mein gutes Team so schlecht ist an? Man, jemand stirbt in ihrer Kammer und sie sagt einfach nur, dass sie es vermutet hat. Nein! Dankeschön. Ich werde in Frieden ruhen. Das Leben ist kurz, verschwende keine Zeit und dein Leben ist noch kürzer. Okay. Ich erkläre euch mal die Steuerung. Um diesen blauen Rahmen zu bekommen, um höher springen zu können, müsst ihr Shift gedrückt halten. Dann kommt dieser Rahmen. Und dann könnt ihr springen und dann springt sie höher. Um euch zu drücken, drückt ihr STRG. Und für die Laufen, fürs Laufen WASD. Fürs Umsehen Maus. Halt Computer Maus. Gibt sich von Konsole. Bäh. Ihr Konsoleros. Rest in peace. Und sterbe. Ich liebe es. Just so hoch muss ich da hochspringen. Springt zu früh. Ich kann bei diesem Spiel die Schnelligkeit nicht so einschätzen. Los geht's! Kann ich nicht safe staten? Nein! I congratulate you on how far you have come. But we only do that for every double subject to reach this point. Oh Gott, die hat's auch mit ihren Subjects, ey. Voll von Portal geklaut. Nee, es ist ja ein Mix, also von daher. Schnief. Wer diese Grafik gemacht hat. Aber ich glaube, es ist nicht die ganze von Portal. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Kasten sehen anders aus. Im Portal sehen die, glaube ich, noch metalliger aus. Genauer gesagt, in der Source Engine. Ja, ja, was du immer vermutest. Ja, ja.
Ja, ja, ich klicke ja schon. Ab hier ist das Spiel schon schwer. Glaub nicht, dass ich ein Übernoob bin. Das Spiel ist schwer. Wie doof kann ich sein? Das regt ja mal auf hier. Los geht's, los, los. Ohne Aufnehmen läuft es flüssiger als gerade bei mir. Ich habe gerade, glaube ich, weil ich habe gerade echt nur 15 bis 16 Frames. I congratulate you on how far you have come, but we only do that for every 1000 subjects to reach this goal. Egal, ich... Rest in peace. Wollte ich nicht gerade sagen, dass ich noch lebe? Dark is short. Es liegt an diesem Raum. Hier bewegt sich zu viel, wenn man oben ist. Rest in peace. Die Performance hätten sie, glaube ich, noch zweimal besser machen können. Aber, ja, bis jetzt hat das Spiel immer noch eine B. Minecraft war ja auch nicht besser, und dem habe ich immer eine A gegeben. Aber das Spiel ist halt kurz, dafür gibt es eine Note Abzug. Das heißt, A wird es schon nicht mehr werden. Es kann höchstens noch schlechter werden als B+. Also momentan hat es doch für mich eine B+, aber es kann auch noch schlechter werden. Oh. Ihr wollt mich doch flachsen! Ja, meine Fresse, wenn das blaue Ding nicht laden will, was kann ich dafür? Ja, was kann ich dafür? Ich blöd, man rennt los. Also immer noch nicht unfair. Wir sind Rohre, typischerweise alle in schwarz. Das ist typisch. Yay! Yeah. Genau das habe ich gemeint! Was soll? Oh Gott! Okay, das passiert, wenn man den wenn man diesen blauen Ding zu lange auflädt. Ich lade den jetzt mal übelst lange auf. Passiert nichts Besonderes irgendwie. La, das passiert, wenn ich so bin. Gut. Das sind schon wieder zwei Parts. Ich hasse dich mit deinem Spiel. Den. Moment, es waren ja mehrere. Ich glaube, das war eine gesamte Akademie von denen oder so. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Übrigens, wenn man es installiert hat, steht da nicht Portal Edge, sondern Corporate Property. Aber ich nenne es Portal Edge, weil es so auch in der Beschreibung stand. Von daher. Außerdem klingt Portal Edge geil. Ey! Scheiß Pixel! Nur wegen diesem scheiß Pixel bin ich runtergefallen. Jetzt fehlt nur noch der Wandlauf und ich wäre glücklich. Ey, geht's noch? Das wäre schon längst aufgeladen. Also,
Das hätte sie besser machen können. Das ist doch in der Tat ein bisschen unfair, denke ich. Ist es nicht.